Hi, du möchtest in die Welt der Nischendüfte einsteigen, möchtest aber, und das verstehe ich, nicht so viel Geld dafür ausgeben, für einen Duft, den du vielleicht am Ende gar nicht magst? Dann habe ich drei Tipps für dich, wie du in die Welt der Nischendüfte am besten einsteigst. Bleib dran! Hi, mein Name ist Chris. Willkommen bei Sense of Gents, deinem Kanal für Herrenparfüms und Düfte aus aller Welt. Wenn du noch nicht Abonnent des Kanals bist, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du die Glocke drückst, den Kanal abonnierst, denn dann bekommst du auch immer einen Hinweis, eine Nachricht, wenn es was Neues gibt auf diesem Kanal, wenn es neue Düfte gibt, neue Reviews gibt oder andere Dinge aus der Duftwelt, die es eben zu besprechen gilt. Ja, heute möchte ich mit dir mal eine Idee entwickeln, wie man in die Welt der Nischendüfte einsteigen kann, beziehungsweise möchte ich dir zeigen, wie du das tun kannst, wenn du sagst, ich habe jetzt Designerdüfte schon eins, zwei im Schrank stehen. Viele erzählen von irgendwelchen Nischendüften, dass die so besonders toll sind und ja, ich weiß, dass die sehr teuer sind. Aber ich möchte das Geld auch nicht ausgeben und am Ende irgendwie für 50 Milliliter 150 bis 200 € bezahlen für eine Flasche, die ich dann nicht nutzen mag. Ich zeige dir heute drei Wege, wie du hier einsteigen kannst, ohne zu viel Geld zu investieren, aber trotzdem ein Gefühl dafür bekommst, was das bedeutet, einen Nischenduft zu haben. Los geht's! Tipp Nummer 1, den ich dir heute mitgebracht habe. Eine Idee, die sicherlich sehr naheliegend ist. Ich muss meine Menge reduzieren bzw. schauen, welche Mengen so am Markt da sind oder zu kaufen sind, dass ich mir einen Nischenduft mal anschauen kann. Eine Idee ist, ich organisiere mir Abfüllungen zum Beispiel. Abfüllungen, die kommen dann auch teilweise in solchen schicken Zerstäubern. Dann kann ich mir zum Beispiel schon mal über eine ganz kleine Menge einen Gedanken, einen Eindruck machen, wie bestimmte Düfte wirken. Hier in diesem Zerstäuber habe ich gerade von BDK Parfums Paris den Gris Chanel, ein sehr blumiger Duft, eher für den Herbst und Winter geeignet, aber in einer kleinen Menge, so dass ich den tatsächlich für mich dann auch testen kann und feststellen kann, ist denn das was für mich? Und kann ich den tragen? Gefällt der mir überhaupt, ohne, sag ich mal, mehrere 100 € zu investieren oder eine größere Summe zu investieren? Man landet häufig bei Abfüllungen in dieser Größe, ich sag mal zwischen 10, 15, 17 €, je nachdem natürlich, welchen Duft du dir aussuchst dann an der Stelle. Aber hier hast du die Chance, über eine kleine Menge einzusteigen, für dich rauszufinden, möchte ich den Duft dann haben, passt der zu mir und kann ich dann daraufhin eine große Flasche kaufen. Tipp Nummer 2, den ich dir mitgebracht habe, hat auch wieder was mit den Mengen zu tun. Wenn du nicht darauf stehst, Plastikröhrchen oder kleine Glasröhrchen zu haben, weil die einfach sich nicht so schick machen in deiner Sammlung. Du hast vielleicht schon drei, vier Düfte und möchtest dort natürlich jetzt nicht Plastikröhrchen nebendran stellen oder Glasröhrchen, wo man sieht, dass es sich um Abfüllung handelt, sondern du legst auch ein bisschen Wert auf die Optik und möchtest entsprechend hier etwas Harmonisches in deine Sammlung mit einfügen. Dann ist mein nächster Tipp für dich, schaue nach sogenannten Travel-Zerstäubern bzw. Reisegrößen. Ich habe dir mal zwei mitgebracht, nämlich einmal von MFK, den Amyris Om. Den gibt es auch in einer etwas kleineren Variante. Hier haben wir auch schon relativ viel drin. Das sind so, glaube ich, um die 35 Milliliter. Ist man auch unter 100 € dabei, muss man sich überlegen an der Stelle. Aber gibt es auch eben, wie gesagt, dann in einer kleineren Größe. Da kann man durchaus, wenn man schon das Gefühl hat, man kommt hier wahrscheinlich sehr gut mit dem Duft zurecht, auch sich das überlegen. Oder eben als Alternative, ich habe die Probe schon durch und möchte mich aber nicht auf einen 70 oder 100 Milliliter Flakon festlegen, weil ich sage, so ganz sicher bin ich mir nur nicht. Dann wäre das zum Beispiel auch eine richtige Größe. Alternativ zum Beispiel gibt es auch von der Marke Tom Ford, gibt es solche Zerstäuber, die sehen so ähnlich aus wie die aus dem Tipp 1. Hier hat man 10 Milliliter drin. Die sind dann auch so aufgefüllt, dass man die auch tatsächlich dann nachkaufen kann nochmal, beziehungsweise wenn man die entsprechend behandelt und entsprechend auswäscht sozusagen, kannst du dann auch deinen anderen Duft dann da einfügen. Hat auch eine Magnetkappe in dem Fall. In diesem Duft habe ich gerade oder in diesem Zerstäuber ist gerade der Tuscan Leather drin.
auch hier zum Beispiel als Idee, Lederdüfte sind auch etwas spezieller, mögen auch nicht viele, sind auch nicht immer so hundertprozentig tragbar. Da macht es vielleicht auch Sinn, direkt eine kleinere Menge zu kaufen. Deswegen habe ich mich zum Beispiel hierfür entschieden. Hier sind 10 ml drin, mit denen komme ich eine ganze Zeit lang zurecht. Erhält man, wenn es im Angebot ist, aber auch für 35 bis 40, 45 Euro. Muss man gucken entsprechend, aber das ist so die Preisliga, mit dem man hier auf solche Reisezerstäuber von Tom Ford mal schauen kann. Da gibt es auch die Trenddüfte, Mandarino di Amalfi ist zum Beispiel hier auch vorhanden, Soleil Blanc gibt es in dieser Größe, Lost Cherry ist auch drin, wenn du einen Kirschduft suchst. Hier gibt es alle möglichen Varianten. Meine Empfehlung, halte hier Ausschau nach diesen Reisegrößen, die sind günstiger. Gibt es wie gesagt auch in schicken Zerstäubern mit Magnetkappe, sieht toll aus, wenn man die sich in seine Sammlung reinstellt. Und du kannst sozusagen in die Welt der Tom Ford Düfte oder auch eben anderer Marken mal reinschnuppern. Tipp Nummer 3, den ich dir mitgebracht habe, ist etwas spezieller. Da musst du dich tatsächlich auch teilweise auf uns verlassen, die wir dir hier die Düfte vorstellen und sagen, wie vergleichbar diese mit tatsächlich Nischendüften sind, sind nämlich sozusagen Duftzwillinge oder Düfte, die sehr ähnlich zu Nischendüften riechen. Hier habe ich zwei Exemplare mal mitgebracht, nämlich einmal den Hugo Reverse, der so ähnlich riecht oder in eine ähnliche Duftrichtung geht wie der Elysium Cologne Parfum. Der kostet hier um die 25 bis 32 Euro für die 125 Milliliter. Der Elysium kostet 270, ich glaube mittlerweile sogar 290 Euro für 100 Milliliter. Erfüllt aber letzten Endes der gleiche Zweck der Hugo Reverse. Auch Zitrone, Grapefruit, Orange, relativ fruchtig, sehr frisch, super für den Sommer geeignet. Und wie gesagt, hat eine ähnliche Wirkung wie der Elysium Cologne. Nicht hundertprozentig identisch, aber für das Gefühl ist mir das wert sozusagen oder als Ergänzung zu den vorherig genannten Tipps. Wenn du sagst, die Duftrichtung gefällt mir, ich möchte aber trotzdem nicht so viel Geld ausgeben, sind diese Alternativen eine gute Wahl. Eine andere Alternative, die kennst du sicherlich schon, betrifft den Aventus von Creed. Hier das prominenteste Beispiel ist natürlich der Mont Blanc Explorer. Hier habe ich auch eine kleinere Größe, da könnte man auch zum Beispiel nochmal sagen, das ist auch so eine Reisegröße, die sieht sehr schick aus, kann man sich auch schön in den Schrank stellen, sieht so ähnlich aus vom Stil her wie die großen Flaschen, nur halt eben in kleiner. Kann man auch gut, wunderbar natürlich dann auf Reisen mitnehmen. Sommerzeit steht an, einer oder andere von euch fährt vielleicht ja auch in den Urlaub, da sind diese kleineren Größen auch sehr gut. Primäre Aussage natürlich aber hier ist, dieser riecht so ähnlich wie Aventus und dann kannst du für dich schon mal rausfinden, gefällt mir die Duft-DNA, möchte ich so riechen, passt der Duft zu mir und wenn ja, dann kannst du ja zum Beispiel auch noch über entweder Abfüllungen oder kleinere Größen der Nischendüfte sozusagen dich hier weiter rantasten. Das waren meine drei Tipps, wie du dich in die Welt der Nischendüfte reinfühlen, reintasten kannst, ohne viel Geld auszugeben. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen an der Stelle und würde mich natürlich freuen, wie gesagt, wenn du den Kanal abonnierst, auch bei den nächsten Videos dabei bist. Und so lange würde ich sagen, bis später, bis dann. Ich freue mich auf dich. Mach's gut. Tschüss.